Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Pressekonferenz des FC Union Cottbus vor dem Heimspiel am Samstag, 24. November, 13 Uhr gegen Eintracht Braunschweig. Trainer Rudi Bommer hat Platz genommen, relativ frisch vom Training und wird uns seine neuesten Eindrücke schildern, beziehungsweise sicherlich erstmal mit den Personalien beginnen. Ja, ich denke, das hat fast jeder schon vernommen, dass ich fast aus dem Vollen schöpfen kann. Brinkmann steht auf dem Platz, hat... Entschuldigung. Was? Geht's? Dann geht's. So, Brinkmann steht auf dem Platz, in der Woche schon auch sehr gut. Farina hat gestern das Training aufgenommen. Nur da mache ich mir bei Farina noch ein bisschen Gedanken zum Wochenende hin. Es könnte sein, dass es noch ein bisschen eng ist. Da will ich morgen nochmal drauf schauen. Aber ansonsten, Stiebermann, alle sind gut dabei. Wir haben auch die Trainingseinheit heute, muss ich sagen, die war sehr, sehr gut. Wir haben gewisse Dinge noch aufgenommen, was wir einfach in Kaiserslautern schlecht gemacht haben. Einfach nochmal den vordersten Block forciert, dass wir unser Spiel nach vorne hin noch besser gestalten, noch mit mehr Abschlüssen, wie wir es vorher auch so gewohnt waren. Da hatten wir gewisse Defizite. Die Dinge haben wir aufgenommen. Das hat die Mannschaft auch sehr gut umgesetzt. Und ja, letztendlich freuen wir uns auf das Spiel gegen Braunschweig. Ich habe das letzte Woche ja schon mal betont gegen Kaiserslautern. Wir haben uns diese Situation erarbeitet. Die Mannschaft hat sich diese Situation erarbeitet. Und dementsprechend freuen wir uns natürlich auch auf solche Spiele. Und wir sind zu Hause. Das macht das Ganze dann auch nochmal. Und was nochmal dazu kommt, das ist einfach immer ein gewisser Anreiz. Braunschweig hat noch nicht verloren. Und das ist nochmal ein doppelter Anreiz, finde ich, dann vielleicht auch darauf hinzuarbeiten, dass es hier dann eben gelingt, dass wir die drei Punkte hier lassen. Wo ich noch so ein bisschen meine Gedanken hege, das ist einfach, wir haben jetzt das Stadion schon mal voll gehabt gegen Dresden. Und ich weiß, habe jetzt mich schon mal erkundigt vorne bei uns auf der Geschäftsstelle, dass eben im Moment nur 6.000 oder 7.000 Karten verkauft worden sind. Da bitte ich einfach noch das gesamte Umfeld, die Mannschaft weiter zu unterstützen. Das ist ein Spitzenspiel gegen Braunschweig, um dass wir letztendlich annähernd so an die Zahl kommen wie gegen Dresden. Das wäre natürlich sehr erfreulich für uns und vor allen Dingen für die Mannschaft. Ich glaube, die Mannschaft hat sich da auch dementsprechend auch verdient, dass eben auch eine gewisse Anzahl bei uns im Stadion ist. Und vor allen Dingen, sie braucht auch die Unterstützung. Das hat man gesehen, wie die Mannschaft einfach auftrumpft, wenn im Stadion viel los ist. Wenn da ja das Zusammenspiel zwischen Mannschaft und unseren Fans dann passiert. Und ja, da hoffe ich natürlich noch drauf, jetzt die nächsten zwei Tage noch. Gut, dann kann es losgehen mit den Fragen. Ja, bitte. Erklären Sie es nochmal, Herr Bommer, wie man Braunschweig knackt. Ja, wir sind ja da drauf gegangen jetzt schon. Also wir wissen, dass sie auch ihre Schwächen haben, aber ich denke, dass ich diese Dinge jetzt im Voraus jetzt mal nicht verraten möchte, ist auch klar. Aber wir haben unser Spiel, was ich auch gesagt habe, wir haben, denke ich, auch ein ganz ordentliches Spiel gemacht in Kaiserslautern bis zum 16er, aber wir hatten einfach nicht diese Durchschlagskraft, wie wir das gewohnt waren, auch die letzten Wochen dann auch. Und da haben wir das Training einfach nochmal forciert und haben da eben gewisse Sachen nochmal einflechten lassen ins Training und dementsprechend werden wir unser Spiel versuchen durchzubringen, unser Spiel zu forcieren, auch wie wir es jetzt all die Zeit auch gewohnt waren, insbesondere auch bei uns hier in unserem eigenen Stadion, dass wir da gesagt haben, gar nicht so auf den Gegner zu gucken, sondern wir versuchen unser Spiel durchzubringen. Wir werden das auch weiter so forcieren, dass wir auch vorne drauf gehen. Auch so, wie wir es gemacht haben, auswärts in Kaiserslautern. Wir haben sehr gut angefangen, wir haben das Pressing sehr gut umgesetzt da auch, haben aber in einer Phase, wo wir eigentlich das Spiel bestimmt haben, das Tor bekommen. Und da danach haben wir eigentlich schon ein bisschen ängstlich um den 16 herum gespielt. Und das einfach wieder mit mehr Willen, mit mehr Abschlüssen, das zu Hause eigentlich besser zu machen. Ihre Stärke in der Offensive, oder ist das die Chance, die Offensive, also gewinnen Sie durch die Offensive am Samstag das Spiel? Absolut, das hat man ja all die Zeit jetzt auch gesehen, egal ob jetzt Dresden, das war Paderborn, wie die Spieler 60 München. Wir haben ja doch sehr viel Druck gemacht, schon auf die letzten vier vom Gegner immer wieder und haben ja somit unsere Möglichkeiten, unsere Arbeit, unsere Torchancen und haben letztendlich so unsere Tore auch erzielt. Das wollen wir natürlich beibehalten. Ich glaube, das hat sich bewährt auch. Die Zuschauer, denke ich, die gehen sehr gut mit. Unsere Fans akzeptieren das auch wenn man dann einen Fehler passiert, auch zum Zuspiel nach vorne hin. Ich glaube, das ist das, was die Leute auch sehen wollen, aber es ist auch das, was die Mannschaft umsetzen möchte und was sie auch Freude bereitet. Und sie steht auch dementsprechend mit dieser Freude auch auf dem Platz.
dadurch ist. Dadurch, dass jetzt alle Spieler wieder gesund sind oder fast alle, ist ja der Konkurrenzkampf noch ein bisschen höher. Merkt man das den Spielern noch an, dass das vielleicht jetzt im Training auch ein bisschen, ja, sag ich mal, kerniger wird oder dass die da auch jetzt ganz genau aufpassen, dass die nicht aus dem Kader rutschen? Das muss ich sagen, ja, das war heute der Fall. Also ich war jetzt heute auch von der Trainingsleistung von der Mannschaft, insbesondere von beiden Mannschaften. Man stellt ja immer so die eine Mannschaft so nach seinen Sachen, die man vielleicht schon am Samstag dann machen möchte, auf und die anderen, die so ein bisschen hinten dran stehen. Da muss ich sagen, von beiden Mannschaften war das heute sehr, sehr gut. Und man hat gemerkt, dass eben dadurch ja auch der Konkurrenzkampf eben gestiegen ist. Ist für mich nur positiv als Trainer. Ist mir lieber, als wenn ich nur mit 17, wenn schon 17 feststehen und du fährst mit 17 irgendwo hin, so wie in Aalen. Ja. Und von daher ist das für mich schon eine bessere Ausgangsposition, eine schönere Sache. Wird dann Börner wieder in der Verteidigung bleiben, in der Startelf? Ja, ich wüsste jetzt nicht, warum ich da was ändern sollte. Hat er so schlecht gespielt in Laudern? Das ist jetzt die Frage. Das lag jetzt immer nicht so an Börner selber, sondern es lag sicherlich an dem gesamten Team. Natürlich haben wir ein Tor kassiert, wo die Abstände nicht gestimmt haben, aber es lag jetzt nicht nur auch an Börner von den Abständen, weil man hätte Idriso schon da außen, der den Pass dann in die Tiefe spielt, schon nicht drehen lassen müssen. Also das waren wiederum 3-4 Fehler, die da gespielt worden sind. Und von daher muss man nicht, wir haben glaube ich 8 Punkte mit ihm geholt, wenn mich nicht alles täuscht jetzt auf die Schnelle. Wenn man ein Spieler ein schlechteres Spiel macht, insbesondere so ein Junger mit 21 Jahren oder 22 Jahren, muss man nicht gleich immer wieder die Frage stellen, ist das die Position für ihn oder ist er gleich in Frage gestellt, sondern ein Spieler braucht auch Vertrauen, bin ich der Meinung. Und das Vertrauen hat er. Trifft das Gleiche auch auf Dennis Jung zu, der ja in der ersten Halbzeit in Lautern ein paar Fehlabspiele hatte? Also war ja nicht der Einzige, der nach vorne hin ein paar Fehlabspiele hatte, sondern wir waren ja insbesondere alle, die vorderste Front war ja nicht so, dass man sagen kann, die sind mit jedem Ballbesitz da in 16er gekommen und haben ihre Abschlüsse getätigt, sondern es waren ja doch viele Fehler, die wir gespielt haben da, insbesondere wo es eng geworden ist. Das betraf jetzt nicht nur Sörensen. Um es dann nochmal nachzuhaken, also Sie möchten gern für Samstag die Startaufstellung so lassen wie die letzten 2-3 Wochen, glaube ich auch. Gibt es jetzt keine Veränderung? Wir haben ja heute ist Donnerstag, ja. Habe ich ja noch ein bisschen Zeit bis Samstag. Ich mache mir einfach Gedanken. Ich habe jetzt mir erstmal das Spiel jetzt heute. Wir haben 11 gegen 11 nochmal spielen können. Das war ja all die Zeit nicht so. Da mussten wir immer 8 gegen 8, 9 gegen 9 spielen. Heute ging es wieder mal 11 gegen 11. Und das war sehr positiv. Und ich mache mir einfach meine Gedanken. Ich nehme die Trainingseindrücke heute mit. Und da ist einfach das jetzt vom Trainingsplatz bis hierher zur Pressekonferenz, war eigentlich ein bisschen knapp. Ich mache mir meine Gedanken. Ich mache mir auch Gedanken über einen Rivic, der jetzt heute aufgezogen hat im Training. Ich glaube, das hat er bis jetzt noch nicht so gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und in den Spielen, wo er eingewechselt worden ist, war es jetzt noch nicht so, wo ich sagen muss, das reißt mich jetzt vom Hocker. Aber ich mache mir darüber einfach nur mal Gedanken. Das sind so Positionen dann auch. Kruska und Farina sind etwas zeitiger oder haben etwas zeitiger das Training abgebrochen, wäre etwas bei der Grundprofil? Ja, dass wir eben Farina langsam ranführen wollen, weil wir hatten ja schon mal die gleiche Situation letzte Woche, wo er ins Training eingestiegen ist und er musste dann das Training wieder abbrechen, weil der Oberschenkel zugemacht hat. Und wir wollen ja nicht, dass der Faserriss dann nochmal aufgeht, dann dauert es nochmal 6 Wochen. Es ist die Frage, gehen wir so ein Risiko ein jetzt für das eine Spiel oder lassen wir den Kopf spielen? Dass wir vernünftig sind. Und das muss ich mir durch den Kopf gehen lassen. Das sind, bitte? Kruse hatte Probleme nach dem Spiel in Lautern. Es war etwas Flüssigkeit im Knie und deswegen einfach eine Vorsichtsmaßnahme. Es ist nichts kaputt im Knie. Wir haben das untersuchen lassen. Das ist erstmal für ihn wichtig zu wissen. Die Flüssigkeit ist raus. Es ist sicherlich ein Reiz dann da gewesen, das immer mal passieren kann durch eine Überlastung. Das ist nichts Weltbewegendes. Und deswegen haben wir ihn einfach auch dann heute ein klein bisschen zurückgezogen. Aber er steht voll und ganz zur Verfügung und wird auch spielen. Ist Stiepermann schon bereit für 90 Minuten? Könnte hinkommen, ja. Vom Gedanken her. Es reift immer mehr bei mir. Wie wichtig ist denn seine Rückkehr? Auch in die Startformation eventuell. Ich denke, das hat man ja gesehen, dass das schon sehr wichtig ist, weil er verkörpert es eigentlich neben Buba sehr gut mit am besten.
Und das hat man heute im Training auch wieder gesehen, wie präsent er auf dem Platz ist, wo Buba dann auch wieder nochmal mehr auf dem Platz stehen kann, also mit mehr Möglichkeiten. Er legt dann auch nochmal zu. Und von daher wird es schon gut, wenn das alles so funktionieren würde wieder. Ich meine, die ersten 7 Spiele hat er ja gespielt, Stibi, und ich denke, das war eigentlich ein sehr guter Auftritt bis dahin, bis zu seiner Verletzung. Aber er hat auch, ich habe mich mit ihm unterhalten, er hat auch gebraucht, diese Einsätze. Und man darf nicht vergessen, er hat längere Zeit dann auch nicht mehr trainiert und nicht mehr gespielt. Und er hat selber gesagt dann auch, wie er reingekommen ist gegen Dresden, und es war schon schwieriger, gleich so ein Spiel zu finden. Von daher ist es richtig gewesen, ihn so aufzubauen. Aber Braunschweig hat in der Offensive einen Spieler namens Kobela, der immer für ein Tor gut ist. Ob er besondere Aufmerksamkeit eines Spielers von ihrer Mannschaft bekommen oder übergeben darf? Der wird übergeben, aber ich denke, wir haben ja in einer schwierigen Situation hier letztes Jahr unter meiner Regie auch Braunschweig gespielt. Ich glaube, 1-1 ist das Spiel ausgegangen. Die haben 1-1 geführt und Banno hat, glaube ich, noch das 1-1 gemacht. Da standen ja schon viele in diesem Kader. Also werden wir es genauso machen. Wir werden ihn übernehmen, aber wir haben sicherlich Respekt, aber wir haben auch keine Angst vor denen. Ist es für Sie denn überraschend, dass die da ungeschlagen da oben stehen? Ja, überraschend nicht, weil diese Mannschaft ist 3-4 Jahre gewachsen. Und das macht das ja aus. Ich denke jetzt mal, die haben jetzt nicht so die großen Namen in der Mannschaft, aber sie sind insgesamt geschlossen und sind über 3-4 Jahre durften sie mithöhen. Ja, sie sind ja auch aufgestiegen, das darf man nicht vergessen. Und diese Euphorie nimmst du dann einfach mit und haben sich bestätigt in dieser Liga. Was ist denn in Ihren Augen die große Stärke dieser Mannschaft? Die Kompaktheit, und jeder weiß, wie er angespielt werden muss, oder die Laufwege, die sind ja, die sind inne. Da brauchst du nicht mehr nochmal immer wieder diese Dinge abrufen, sondern wenn so eine Mannschaft 3-4 Jahre zusammenspielt, dann wissen die genau, ich muss drin bleiben, ich kann rausgehen, ich krieg den Ball so in die Tiefe gespielt, oder wenn vorne Kumballer startet, dann kriegt er den Ball direkt. Und wenn sie über außen durch sind, marschieren dann 2-3 nur ins Zentrum rein, versuchen den Abschluss zu tätigen. Der Rest bleibt hinten dran, also ich bin schon kompakt. Und das zeichnet die natürlich dann auch aus, diese Geschlossenheit. Das ist eine insgesamte Mannschaftsleistung. Können Sie nach kurzer Zeit schon was zu Ihrem Profiturnier sagen, der erste Eindruck? Ja, der macht das ganz gut, aber wir haben jetzt keinen Bedarf, irgendeinen Spieler zu verpflichten. Das war jetzt auch, Kocka kam zu mir und hat gesagt, der Junior ist zu Besuch bei ihm und die Saison ist vorbei, ob er mittrainieren dürfte. Da habe ich gesagt, kein Problem. Gucken wir uns den Jungen mal an, aber er macht das ganz gut, also er hat ein gutes Niveau. Weil ich dann Kocka auch gesagt habe, also ich würde es ihm dann, wenn er ein schlechtes Niveau gehabt hätte, ich würde es ihm nicht erklären, dass er nicht mehr weiter trainieren darf. Das musst du dann machen. Also im Moment bleibt er auch die Woche hier und dann wird er wieder zurückgehen. Oder woanders trainieren, wie auch immer. Alles geklärt? Oder sind Fragen offen? Offenbar nicht. Dann bedanken wir uns, freuen uns auf Samstag alle gemeinsam. Hoffentlich sehen wir uns auch hier im Stadion. Bis dahin, schönen Dank, tschüss.